Super. Dann stelle ich mich einmal ganz kurz vor. Ich bin Anna und ich bin bei den Students for Future hier in Kiel aktiv. Habe die PCS auch mitgeplant und genau, darf heute Professor Dr. Silja Klepp interviewen. Ja, genau, dann würde ich sagen, können Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen und auch einen kurzen Überblick über Ihre Forschungsschwerpunkte geben, damit wir wissen, worum es heute geht. Ja, moin. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich arbeite natürlich immer gerne mit Fridays for Future zusammen. Das hängt auch an meinen Forschungsthemen. Ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn noch ein paar das Video anmachen, vor allen Dingen dann vielleicht auch später für die Diskussion. Ja, ich bin vom Background her Ethnologin. Also ich bin nicht Humangeografin, aber dann eben in die Geografie, in die Humangeografie sozusagen reingerutscht. Diese sozialwissenschaftlichen Felder, die berühren sich ja auch stark. Und in Zeiten meiner Doktorarbeit habe ich zu Migration gearbeitet, zu Flüchtlingen auf dem Mittelmeer. Ich habe eine Ethnographie der Seegrenze dort gemacht und bin dann in der Postdoc-Zeit viel mehr zu diesen Mensch-Umwelt-Beziehungen gekommen und hatte die Möglichkeit, im Pazifik dann zu arbeiten, nicht mehr im Mittelmeerraum erstmal, und dort das Thema Klimamigration zu untersuchen und dann auch Klimawandelanpassung. Ich habe versucht, meine kritischen sozialwissenschaftlichen Perspektiven und auch was ich unter emanzipatorischen Perspektiven verstehe, auch dann eben stark einzubringen in diese Klimawandel-, Migrations- und Klimawandel-Anpassungsforschung. Und genau, heute arbeite ich genau zu diesen Themen, vor allen Dingen jetzt mehr zu Klimawandel-Anpassung, zu Küstenschutz, immer aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Viel eben auch zu Wissen und Macht und Wissen und Macht im Bereich Klimawandel-Anpassung. Und habe jetzt gerade dieses Jahr auch mein Forschungsfeld wieder vor allen Dingen nach Sizilien zurückverlegt. Also ich arbeite schon in Zukunft wahrscheinlich auch immer noch mal in Ozeanien, aber meine Feldforschung habe ich jetzt dieses Jahr wieder in Sizilien gemacht, auch weil Sizilien ein Ort ist, wo es ganz wenig Forschung gibt zum Thema Klimawandelanpassung und Sizilien sehr stark betroffen ist vom Klimawandel. Hingegen solche ikonografischen Orte, sage ich mal, wie die Pazifischen Inseln, da tummeln sich inzwischen die Forscher, auch die Sozialforscher, ohne Ende. Und das war für mich auch so ein bisschen Anlass zu sagen, nee, ich gehe lieber wieder in so eine periphere Region Europas, wo es eben noch nicht so viel gibt. Genau, wir arbeiten hier ansonsten auch viel mit künstlerischer Forschung. Und ja, das sind so meine Schwerpunkte, auch Rechtsanthropologie und alle möglichen, sage ich mal, sozialtheoretischen Aspekte, die noch so zu diesen Mensch-Umwelt-Beziehungen im Anthropozän auch gehören. Schön, vielen Dank für die Vorstellung. Genau, einmal vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, jetzt noch so zu Ihrer Person und zu Ihrer Forschung, um ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Und dann geht es ein bisschen in die Diskussion. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet über Klimaforschung und eventuelle Kritik an der Klimaforschung. Und danach würden wir sehr gerne die Diskussion öffnen für alle im Raum dazugestoßenen. Das heißt, ihr könnt sehr gerne im Chat eure Fragen stellen. Wir sammeln die dann und am Ende können wir eine kleine Diskussionsrunde machen. Dann würde ich direkt weitergehen und zwar die Frage, woran Sie momentan forschen. Sie haben das eben gerade schon ausformuliert, sozusagen, wo Sie forschen und was da so gerade der größte Schwerpunkt ist. Hey, also wir versuchen in den letzten Jahren in den Sozialwissenschaften, die zu Mensch-Umwelt-Beziehungen arbeiten, ein sehr stark relationales Verständnis von Mensch-Umwelt-Beziehungen irgendwie zu bekommen in unseren Forschungen. Also wie sind eigentlich soziale und kulturelle Aspekte dann wieder verbunden mit sowas wie Küsteningenieuren oder Wissen von Küsteningenieuren? Inwieweit ist dieses Wissen, wir sagen dazu situiert, also bedingt auch durch die Gesellschaft? Was spielen da dann eben wieder für Machtverhältnisse auch eine Rolle? Da habe ich mir jetzt das Konzept der Hydrosocial Territories ausgesucht für meine Forschung in Sizilien.
Also dieses Relationale hatte ich sozusagen dann im Kopf, bin dann hingefahren. Ich arbeite ja ethnologisch, ethnografisch. Das heißt, meine empirische Forschung ist immer ganz wichtig, dass ich eben vor Ort bin und mit den eben dort meine Daten sozusagen erhebe für meine empirische Forschung. Und ja, habe dann sozusagen angefangen, erstmal so explorative Studien zu machen und mir erstmal einen kleinen Überblick zu verschaffen, was eigentlich dort Sache ist sozusagen, was dort eigentlich die Menschen bewegt im Küstenschutz und was eigentlich das Problem ist. Ich wusste schon, dass die Küsten dort extrem wegbröseln in Sizilien. Obendrauf kommt jetzt eben der Klimawandel, obendrauf kommt eine katastrophale Planungssituation. Jede Community, sorry, ich arbeite gerade viel in Englisch und auch auf Italienisch, mit dem Deutschen manchmal Probleme. Jede Stadt oder jede Kleinstadt auch macht eigentlich ihren eigenen Stiefel im Küstenschutz. Das bedeutet, dass sie oft Strukturen bauen, und das sind eigentlich immer diese großen Betoninfrastrukturen, die da im Moment gebaut werden. Die führen dann ganz oft zu Erosion und Riesenproblemen in der nächsten Stadt oder Community. Und ja, es ist eine ziemliche Katastrophe, weil auch unglaublich viel Geld dabei drauf geht in einem wirklich in einer wirklich armen Region. Dann kommt noch dieser ganze Aspekt, ich nenne das jetzt mal Governance dazu, von Planung und auch einer rechtlichen Fragmentation. Und dann kommt noch Korruption dazu und dass man eben bei diesen ganzen großen öffentlichen Aufträgen unglaublich viel Geld verdienen kann und dass die Mafia sehr eng mit dem Bausektor zusammenhängt, auch in Sizilien. Und in dieser interessanten Gemengelage versuche ich gerade, mir ein Bild zu verschaffen, aber jetzt erstmal in Pre-Studies, also bei dieser Forschung bin ich wirklich gerade am Anfang, wie man eigentlich transformativ dann dort auch arbeiten kann. Also was könnten eigentlich Wege aus diesem Dilemma sein, weil die Menschen auch selbst vor Ort sagen, das ist ein Teufelskreis, wir können so nicht weitermachen, hier bröselt alles weg, wir geben immer mehr Geld aus und wir müssen hier irgendwie raus aus diesem Dilemma. Und ich arbeite dann auch sehr viel mit Environmental Justice-Ansätzen, also Umweltgerechtigkeitsansätzen. Das versuche ich jetzt auf diesen Marinenraum zu übertragen, also Coastal Justice. Und stelle dann eben auch diese Fragen von Gerechtigkeit, die auch sehr viel mit Wissen zu tun haben und welches Wissen überhaupt anerkannt wird und welches Wissen genutzt wird und sowas. Das mache ich gerade. Mit viel Spaß, wie man vielleicht merkt. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Aber ja. Eine Fotografin hatte ich auch noch dabei, Entschuldigung, das ist wichtig gerade für die Forschung. Also ich versuche diesmal auch von Anfang an diese künstlerische Forschung auch einzubeziehen. Und habe wieder zusammengearbeitet mit der tollen Fotografin Barbara Dombrowski, die diese sehr krassen Betoninfrastrukturen dann sozusagen auch in ihrer Ästhetik abgebildet hat, aber auch Porträts von Umweltaktivistinnen zum Beispiel. Entschuldigung, ja. Nee, das ist ja sehr spannend auf jeden Fall. Dankeschön. Genau, Sie sind ja auch aktiv oder engagiert, wie man es nennen mag. Beispielsweise beim Rat für Migration sind Sie Mitglied, bei der Heinrich-Böll-Stiftung engagieren Sie sich oder auch bei NJUST. Sie haben ja eben gerade auch schon davon gesprochen, dass Sie viel so in dem Bereich Environmental Justice machen. Gab es denn einen Moment in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn, der Sie quasi politisiert hat, in der Hinsicht sozusagen? Was mich sehr stark politisiert hat, waren sicher meine Forschungen im Mittelmeerraum. Und da ging es tatsächlich auch sehr viel um die Situation auf See, also die Situation von Bootsmigrantinnen auf See und warum sie zum Beispiel nicht gerettet werden. Und ich habe dann solche Praktiken von Nichtrettung auch beschrieben, ethnografiert, also Interviews gemacht, auch sehr viel mit Sicherheitsbeamten und habe mir sozusagen diese ganze Gemengelage von brutaler Grenzsituation, Ertrinken von Menschen täglich. Das habe ich mir damals eben angeguckt vor Ort, vor allen Dingen auch wieder durch qualitative Interviews. Und das hat mich schon sehr erschüttert, aber natürlich auch dann zum Glück vielleicht auch politisiert. Und ich habe dann sehr viel damals schon auch aktivistisch gearbeitet, was mir auch einfach sehr geholfen hat. Das war sehr wichtig für mich, dass ich auch gleich dann dass ich sozusagen nicht in meinem Kämmerlein mein Buch erstmal fertig geschrieben habe, sondern gleich sozusagen auch mit den Eindrücken dann auch wieder das weitergeben konnte, es auch gleich für meine politische Arbeit verwenden konnte und so weiter. Zumal ich aus einem Fach komme,
der Ethnologie, wo eben sozusagen ganz klar ist, dass wir nicht objektiv mit dem Notizblock daneben stehen, wenn wir ethnografische Forschung machen, sondern da geht es immer sehr stark darum, dass man die eigene Rolle, also es ist immer eine Interaktion im Feld und das erkennen wir auch an. Das ist ganz wichtig, auch als Reflexionsmoment oder ich sag mal als Quelle der Erkenntnis ist es ganz wichtig, dass wir das reflektieren, wo wir sozusagen selber stehen. Von daher hatte ich schon mal nicht diese Bürde so sehr, oh, ich muss objektiv sein und darf nicht irgendwie aktivistisch unterwegs sein. Das ist bis heute so und das diskutiere ich auch viel mit meinen Studierenden drüber und so weiter. Die finden das immer ganz interessant und die Frage ist dann immer, ah, aber muss man nicht objektiv sein? Nein, sowas wie Objektivität gibt es erstmal auch gar nicht für uns als qualitativ forschende Sozialwissenschaftlerinnen, sondern wie gesagt, es geht vielmehr darum, dass man das stark reflektiert, auch transparent macht. Und dann daraus auch Erkenntnis zieht aus diesem Moment. Das war die Politisierung schon damals. Wir haben dann das Netzwerk Kritische Migrationsforschung auch gegründet, das extrem gewachsen ist und das es bis heute gibt. Und als ich dann angefangen habe in diesem ganzen Bereich Mensch-Umwelt-Forschung, ja, da haben mich dann schon auch Fragen von Klimagerechtigkeit zum Beispiel weiter politisiert. Und wir haben dann auch mit der Arbeitsgruppe das Enjust-Netzwerk gegründet, also das Netzwerk Umweltgerechtigkeit, wo wir jetzt auch versuchen, auch wieder so als ja, an der Schnittstelle von Aktivismus und Wissenschaft unterwegs zu sein. Und genau, das ist sozusagen mein Engagement und auch meine Politisierung. Und daran anknüpfend, was würden Sie sagen, ist quasi Ihre ganz eigene persönliche Motivation, sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen? Meine ganz eigene, also ich sehe das schon eher so als gewinnende Lage, sage ich mal, weil natürlich auch mein Job, das bin ja auch ich irgendwie geworden und andersrum auch und so. Also sicher, je mehr man dann auch sich also arbeitet in der Klimaforschung und ich würde jetzt mal als Klimaforschung die gesamte Klimaforschung, die naturwissenschaftliche wie auch die sozialwissenschaftliche bezeichnen, desto mehr ja, schluckt man vielleicht auch und denkt, okay, so geht es nicht weiter und das sollte mir als Klimaforscherin sozusagen als erstes klar sein, dass wir eine sozial-ökologische Transformation brauchen und dass ich meine Arbeit hier auch nutzen will, um daran mitzuarbeiten. Das ist mir schon ganz wichtig. Und wie ist dann natürlich die große Frage und dazu bin ich auch ständig im Kontakt und im Austausch und habe da auch nicht die finale Antwort, aber freue mich da auch drüber zu diskutieren, heute zum Beispiel mit Ihnen hier. Wir haben ja im Vorgespräch auch schon ja, uns überlegt, wohin so ein bisschen der Fokus gehen soll heute, weil, wie wir eben gerade ja schon gemerkt haben, ist Ihre Arbeit sehr vielfältig und sehr, also man könnte mit Sicherheit Stunden füllen mit dem, was Sie machen und genau, wie sich das irgendwie im heutigen Kontext, ja, wie wichtig das ist im heutigen Kontext. Wir möchten heute den Fokus ja ein bisschen auf die Kritik lenken, die Sie an der Klimaforschung haben. Vielleicht können wir kurz ein bisschen einleiten, was so generell Ihre Kritik an der Klimaforschung ist. Genau, also wir hatten ja jetzt gerade schon gesagt, dass wir die Klimaforschung jetzt mal heute als sozusagen naturwissenschaftliche und sozialwissenschaftliche Klimaforschung definieren möchten. Und ich habe tatsächlich an beiden auch Kritik. Das ist mir auch ganz wichtig, dass das hier heute nicht so einseitig sozusagen rüberkommt. Also ich denke, was wir beobachten können in den letzten Jahrzehnten, ist, dass natürlich diese sehr wichtigen Beiträge der naturwissenschaftlichen Klimaforschung zu den Veränderungen des Klimas diejenigen sind, sage ich mal, die auch hauptsächlich heute von den Medien weiter rezipiert werden. Der gesamte Diskurs ist letztlich sehr stark orientiert an diesen, ich sag mal, technischen, naturwissenschaftlichen Klimawandelwissenschaften. Es geht sehr stark zum Beispiel um, wie genau wird der Klima, wie wird der Meeresspiegel ansteigen? Was genau sind Möglichkeiten, technische Möglichkeiten auch dem was entgegenzusetzen? Und genau, also erstmal sage ich mal diese Fixierung auf die technische Seite. Wir reden sehr wenig über Solidarität und das, was wir vielleicht zum Beispiel gerade auch erleben, dass das vielleicht das ist, was Resilienz, jetzt führe ich auch diesen etwas schwierigen Begriff gleich mal ein, was Resilienz einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft vielleicht tatsächlich ausmacht, auch zumindest,
darüber reden wir eben sehr wenig. Also Solidarität und Zusammenhalt und wie man eben auch eine Übereinstimmung in der Gesellschaft erreichen kann und eben keine Spaltung. Das ist so die eine Seite. Also dieses sehr starke auf technische Lösungen fixierte, was ich tatsächlich auch gefährlich finde. Dann gibt es auch eine Seite, die ich sehr schwierig finde, dass das Wissen von Menschen vor Ort sehr, sehr wenig einbezogen ist, wird. Wir wissen ja alle, dass diese Klimasysteme sehr, sehr komplex sind. Und wir wissen auch, dass sie, wenn man über Klimawandel vor Ort redet, es unglaublich viele Unsicherheiten gibt in diesen globalen Modellen auch. Und auch die, die dann runtergebrochen werden, mehr auf die regionale Ebene. Und natürlich ist das lokale Wissen, das lokale Umweltwissen ganz fundamental wichtig. Aber nicht nur das lokale Umweltwissen, sondern auch das soziale Wissen, die gesamten sozialen, politischen Verhältnisse vor Ort. Das ist alles fundamental wichtig, wenn wir zum Beispiel über Klimawandelanpassung sprechen. Was aber passiert, ist eher, dass auch Menschen, die zum Beispiel in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten und Klimawandelanpassung vor Ort betreiben, in Klimawandelanpassungsmaßnahmen, dann oft mit sehr technischen Lösungen eben vor Ort sind, mit Managementansätzen, die eben dieses lokale Wissen und eben auch nicht die Herrschaftsverhältnisse vor Ort, also die Machtbeziehungen irgendwie einbeziehen. Und das ist natürlich dann wirklich oft fatal. So kann es einfach passieren, und das sind auch Aspekte, die ich in meiner Forschung untersuche, dass Maßnahmen, die eigentlich Vulnerabilität eben senken sollten in den Communities, dann tatsächlich ganz gegenteilige Effekte haben und alles sozusagen noch viel schlimmer machen. Und natürlich auch dann die Menschen vor Ort verstummen lassen. Also ihre Stimmen werden nicht gehört, obwohl es um Maßnahmen geht, die eigentlich ihre eigene Situation verbessern sollten. Genau, das sind so ein paar Aspekte, die ich jetzt hier erstmal nennen wollte. Also diese Deutungshoheit sozusagen der Naturwissenschaftler, die wir als Gesellschaft und auch als Sozialwissenschaftlerin vielleicht auch mitverantworten natürlich. Und ich sage mal jetzt schon, ich glaube, wir brauchen eben mehr, wir brauchen unterschiedlichere Perspektiven auf diese ganze Geschichte, die uns alle angeht und die unsere ganze Zukunft auch bestimmen wird. Oder vielleicht nicht unsere ganze Zukunft, aber unser aller Zukunft sehr stark zumindest beeinflussen wird. Und deswegen, ja, wie gesagt, ich glaube, wir brauchen andere Stimmen. Ich glaube, wir brauchen ein Denken, das eben auch anders getrieben ist. Nicht nur von Ökonomen und Naturwissenschaftlerinnen, sondern eben auch ein Denken, das sozusagen out of the box ist, das zum Beispiel über Degrowth nachdenkt und Ähnliches. Das sind Sachen, die momentan sehr wenig diskutiert werden, in den Medien zum Beispiel. Und ja, das ist erstmal so ein kleiner Rundumschlag. Ich würde gerne da ansetzen, wo es darum geht, dass das Wissen ja offensichtlich da ist. Also wir wissen schon lange, lange, dass der Klimawandel real ist, dass er passiert, wie er passiert, was er eventuell für Auswirkungen haben kann und wird. Irgendwo scheint ja zu wenig Wissen zu sein, oder irgendwas scheint ja nicht genug offensichtlich erklärt worden zu sein. Da würde ich gerne die Frage an Sie stellen, was Ihrer Meinung nach von der Klimaforschung beziehungsweise von größtenteils ja NaturwissenschaftlerInnen, die die Klimaforschungsdebatte dominieren, noch zu ungenügend erklärt. Also ich glaube halt, wie gesagt, dass teilweise dieses zum Beispiel Modellierungswissen, das transportiert wird und die Szenarien, ich denke, das ist teilweise wirklich Teil des Problems. Weil sie sozusagen, teilweise suggerieren sie auch, dass eine technische Lösung sozusagen uns retten wird. Sie verbieten ganz oft dieses Out-of-the-Box-Denken, einfach weil es nicht angelegt ist in diesen Modellen und Szenarien. Und da würde ich eben auch die Sozialwissenschaftlerinnen sehr gerne viel mehr sehen. Wir müssen viel mehr darüber reden, was eigentlich genau das Problem ist, wie sie sagen. Wo sitzen eigentlich die großen Barrieren? Wer sind eigentlich letztlich
wirklich dann auch die Akteure, die Menschen, die sich sperren gegen irgendeine oder eine bestimmte Form des Wandels. Einen demokratischen Wandel, absolut. Das möchte ich ganz stark unterstreichen. Es geht nicht darum, dass wir eine Ökodiktatur aufbauen. Aber wir haben diese Dialogräume nicht, wo wir darüber reden können, wo wir tatsächlich Abstriche machen wollen. Wir haben die Räume nicht, wo wir irgendwie darüber reden, wo tatsächlich, oder viel zu wenig haben wir diese Räume, wo tatsächlich die Lobby profitiert und natürlich auch unsere Lebensstile, unsere eigenen Lebensstile. Es gibt dieses schöne Konzept des Imperial Mode of Living, also imperiales Lebensstile, imperiale Lebensstile. Man muss sich schon genau angucken, wer profitiert momentan von dieser, ja, von unserer, letztlich auch von unserem nicht nachhaltigen Wirtschaftssystem. Wie ungleich sind die Ressourcen verteilt? Wie ungleich sind die Emissionen verteilt? Das wissen wir ja zum großen Teil, aber wir gehen zu wenig dahin, wo es weh tut. Wir benennen zu wenig wirklich die Barrieren, wirklich auch dann eben mit kritischer Sozialforschung. Natürlich können wir auch über kognitive Dissonanzen reden und alles Mögliche. Also das sind dann natürlich auch psychologische Barrieren und so, die wir eben auch teilweise schon kennen und über die wir sicher auch bald mehr reden müssen. Aber genau, diese ganze Klimawandelgeschichte auch als ein Machtverhältnis zu sehen und das mehr aufzubrechen und zu schauen, wo müssen wir eigentlich ganz anders uns, ganz anders wirtschaften, ganz anders eben auch soziale Beziehungen gestalten. Ich glaube, das passiert einfach noch viel, viel zu wenig. Haben Sie das Gefühl, dass dadurch, dass die Klimaforschungsdebatte so naturwissenschaftlich dominiert ist, dass dort quasi einfach, also dass das quasi für uns Menschen viel zu wenig real gemacht wird, dass der Klimawandel, also was der Klimawandel für uns bedeutet? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war schon sehr lange so, dass die Klimawandelwissenschaften auch teilweise die Sozialwissenschaften diesen Klimawandel immer sehr weit weg und dort im globalen Süden und ganz schlimm, aber hier, ach, das wird schon werden, so ungefähr. Das ist einer der Gründe, warum ich jetzt wieder nach Sizilien gegangen bin. Um eben diese Forschung zurück nach Europa zu holen und zu zeigen, okay, hier in Sizilien geht es richtig schlimm rund. Und es eben auch immer wieder auf mich selbst irgendwie zu beziehen und nicht irgendwie den Finger woanders hin zu richten. Und ich glaube, das müssen wir ja viel stärker leisten, dass wir eben diese Verbindung viel mehr denken. Ich hatte es, glaube ich, ganz am Anfang schon mal kurz erwähnt, dass wir heute versuchen, in den Sozialwissenschaften zu Mensch-Umwelt-Beziehungen viel mehr diese Relationen zu denken. Also wie sind zum Beispiel bestimmte Tierarten oder bestimmte Ökologien eben verbunden mit Menschen, die vielleicht wieder dann wo ganz anders leben, durch ihr Konsumverhalten zum Beispiel. Im Moment haben wir immer noch dieses sehr dualistische Denken im Kopf. Mensch, Natur, Kultur, Natur. Und uns gelingt es noch viel zu wenig, das eben zusammenzudenken und uns damit eben auch als ein Teil dieser Klimawandelprozesse zu verstehen. Ich glaube, das würde schon sehr helfen. Sie haben ja am Anfang auch gesagt, dass Sie sich eben mit Fridays for Future auseinandersetzen, selbstverständlich in dieser Debatte sozusagen. Uns natürlich auch als Teil von Fridays for Future, also für alle Menschen, die es nicht wissen, wir als Students for Future sind quasi auch Teil von Fridays natürlich. Wir sind offiziell eine Arbeitsgruppe von Fridays for Future. Dementsprechend, genau, sind wir natürlich auch Teil dieser ganzen Debatte. Und uns würde ganz besonders interessieren, was Sie sich in dieser Debatte von Fridays for Future wünschen, sozusagen. Also was da irgendwie Punkte sind, wo wir ansetzen sollten oder könnten. Also ich fände es super, ich bin Fridays for Future tief dankbar sozusagen. Oder ich denke, wir haben einen guten Job gemacht, wenn ich mich selber auch mal, sage ich mal, in diesem Movement sozusagen sehen darf. Und natürlich, klar, besonders die jungen Menschen, die auch auf die Straße gegangen sind, so viel eben endlich den Klimawandel anders und viel stärker zu thematisieren. Ich glaube, was fehlt, sind tatsächlich diese Diskussionen um, wie können wir jetzt tatsächlich
umgestalten. Das passiert ja auch schon, aber da sehe ich einfach ein bisschen zu wenig noch diese Out-of-the-Box-Ansätze, die nicht nur irgendwie Degrowth und wie baue ich jetzt konkretes Wirtschaftssystem berühren müssen, sondern tatsächlich auch mehr darüber zu reden, wie können wir Solidarität zeigen, wie können wir mehr noch irgendwie dieses ja, Think Global, Act Local auch noch besser hinkriegen. Letztlich, wie können wir gemeinsam eben wirklich die sozial-ökologische Transformation hinbekommen, ganz konkret und vielleicht eben auch in einer sozusagen radikaleren Weise, als es momentan oft passiert. Sie haben vorhin auch von Intersektionalität gesprochen, also wie wir die Debatte in weite Bereiche der sowohl Bevölkerung als auch der Wissenschaft bringen können. Unsere Frage wäre, oder was mich auch ganz persönlich interessieren würde, was Wissenschaft, und damit meine ich eben alle Sektoren und Sektionen von Wissenschaft, nicht nur die quasi momentan noch dominante Naturwissenschaft, was können WissenschaftlerInnen noch liefern, um EntscheidungsträgerInnen endlich zum Handeln zu bringen? Weil wir sehen ja offensichtlich, wie anfangs gesagt, das Wissen ist da, wir wissen das. Wir haben seit 30, 40 Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, wirklich groß ausformulierte und sehr präzise, ja, quasi zielführende Reports, wie beispielsweise vom IPCC. Irgendwo muss ja eine Diskrepanz sein, dass EntscheidungsträgerInnen nicht handeln. Wie kann Wissenschaft da ansetzen, auch wirklich zum Handeln zu bewegen? Vielleicht nochmal, also ich denke, klar, es gibt jetzt nicht den Weg, das ist klar. Leider habe ich nicht hier das Zauberpulver oder so. Ich glaube, was es wirklich viel mehr braucht, ist eben dieses kritische, sozialwissenschaftliche Wissen über Herrschaftsverhältnisse, aber dann, wie gesagt, eben ganz konkret über Machtbeziehungen, das dann eben auch zu transformativem Wissen werden kann. Mit der Kritik sollten wir uns vielleicht nicht begnügen, sondern wir sollten uns überlegen, wie wir auch Theoriegebäude und Analysekategorien entwerfen können, die dann eben transformatives Wissen auch anstoßen. Für mich ist das zum Beispiel eben, dass ich jetzt versuche, mit künstlerischer Forschung auch andere Visionen dann wieder von der Zukunft zum Beispiel eine Diskussion darüber in Gang zu kriegen, eventuell eben zum Beispiel in Sizilien mit den Fotos von Barbara Dombrowski. Klar, das sollte eben auch nicht zu sehr von oben herab sein, sondern dass man solche Dialogräume eben öffnet. Ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen diese Macht von diesen unterschiedlichen Perspektiven, die wir vielmehr auch zulassen müssen, glaube ich. Also wenn wir über den globalen Süden reden, ist das vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher, dass man dort sieht, dass viel Wissen einfach weggedrückt wird. Zum Beispiel Wissen von indigenen Völkern, aber auch andere Menschen vor Ort, die nicht privilegiert sind. Aber auch hier wird viel Wissen und werden viele Perspektiven eben nicht ernst genommen. Und Sie reden auch von Intersektionalität, also auch hier wieder Wissen von Menschen, die eben unterrepräsentiert sind. Wir haben eine sehr genaue Vorstellung davon, was Wissen ist, und das ist eigentlich immer die westliche Wissenschaft. Aber so ist es ja nicht. Und teilweise hat uns genau diese westliche Wissenschaft sozusagen und Technologie auch genau dorthin gebracht, wo wir heute sind. Und es wird nicht die gleiche Maßnahme oder die gleiche Methode sein, das gleiche Tool sein, das gleiche Denkgebäude sein, das uns da wieder rausführt. Ich glaube, wir müssen alle versuchen, da eben kreativ unsere Kritik differenziert, aber auch radikal zu äußern, andere Weltsichten zulassen, andere Weltsichten kennenlernen und eben dann mit zum Beispiel künstlerischen Ansätzen oder ähnlichem versuchen, auch eben mehr noch in den Dialog zu kommen. Ich hoffe, das ist irgendwie befriedigend. Das ist ja oft für mich selbst auch nicht, das gebe ich zu. Aber ja, also
Vielleicht muss man kurz dazu sagen, dass ich eine Naturwissenschaft studiere. Also ich bin schon eher, also ja, habe vielleicht eher so die naturwissenschaftliche Sicht momentan. Bilde mich natürlich aber auch auf anderen Wegen weiter durch Students und Fridays for Future und so weiter und durch andere Interessen. Was mich persönlich, es war irgendwie so ein Moment, glaube ich, in meiner Studienlaufbahn bisher, der mich sehr stark schockiert hat, ganz ehrlicherweise, dass ich frage mich seit Jahren, weshalb so ein Panel wie der IPCC so wichtig ist, so viel diskutiert wird, überall präsent ist und es einfach Dinge gibt, die dort auch direkt an Policymakers quasi weitergeleitet werden, die einfach, von denen wir gar nichts wissen, die ganz stark, ja, also die irgendwie auch irgendwo schockierend sind, in Anführungszeichen. Also mich beispielsweise, also ein Beispiel jetzt für mich war, mir war ganz ehrlich, bis ich es dann herausgefunden habe, nicht bewusst, dass im letzten IPCC-Report, meine ich, oder sogar auch schon in dem davor, ja ganz stark auf Negative Emission Technologies gesetzt wird, um überhaupt das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen zu können. Und ich glaube, das ist einfach gar nicht kommuniziert worden, es ist gar nicht angekommen, weder bei der Bevölkerung noch bei vielen EntscheidungsträgerInnen. Und dort frage ich mich immer, was läuft schief? Also läuft da was schief in der Kommunikation? Sind das zu komplexe Sachverhalte? Ja, das knüpft irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen an diese Kritik, dass die Klimaforschung einfach sehr auf Naturwissenschaften ausgelegt ist, auf alles nur zu vermessen, zu modellieren und gleichzeitig immer zu sagen, ja, aber unsere Modelle sind auch irgendwie nicht so ganz sicher, also wir wissen es nicht so ganz genau. Ja, vielleicht können Sie dazu was sagen. Also beim IPCC kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Ich habe mich damit auch mehr beschäftigt, auch immer wieder in meinen Seminaren. Es ist ja sehr interessant, erstmal wie der IPCC arbeitet. Der IPCC ist sozusagen ein Konsensus-Gremium. Also es wird ganz viel Literatur zusammengetragen und das wird dann sozusagen ausgewertet und dann geschrieben. Aber schon da werden kritische Forschungen eher wenig in den Vordergrund gestellt, sage ich mal, weil es natürlich letztlich schon auch ein nationales Gremium ist oder ein Gremium, das dann letztlich auch durch nationale Gremien abgesegnet wird. Also der Report wird ja auch abgesegnet. Es gibt nicht direkt, sage ich mal, Beeinflussung auf die Forschung, aber es ist, wie gesagt, durch den Konsens auch schon mal verwässert. Und was Sie gesagt haben, ist sehr interessant, genau. Also diese Szenarien und Modelle, die eben sehr, sehr politisch sind, aber als komplett und als eigentlich neutral und objektiv dargestellt werden sehr oft, die arbeiten zum Beispiel nicht mit Degrowth- oder Suffizienzansätzen, ja. Das ist leider momentan, glaube ich, fast noch eine absurde Vorstellung sozusagen für ein IPCC-Szenario. Wenn da gesagt wird, wir müssen die Emissionen so und so reduzieren, dann wird da nicht gesagt, und das müssen wir oder das können wir durch Degrowth machen, sondern es wird ganz viel eben zum Beispiel mit diesen negativen Technologien oder mit diesen Technologien für die Speicherung von Emissionen gearbeitet. Plus, es wird dann oft auch nicht kommuniziert, was die eigentlich für Auswirkungen haben und was die auch wieder für Implikationen haben. Es gibt diese tolle Studie von Silke Beck und Martin Mahoney, wo genau das eigentlich erklärt wird. Also wie genau diese Entwicklungspfade, die in diesen Szenarien modelliert werden, eben diese politischen Implikationen haben, die diese von negativen Technologien, von negativen Technologieemissionen, negativen Emissionstechnologien verschleiern und wie mit diesen Pathways, mit diesen Szenarien ganz stark auch gearbeitet wurde, politisch, zum Beispiel im Vorfeld von dem Pariser Klimagipfel.
Und das sind Zusammenhänge, die sehr wenige in der Weise kennen. Und teilweise auch die Modellierer selber ist es ihnen gar nicht klar, wie politisch es eigentlich ist. Also es wird weder transparent gemacht, noch gibt es da in der Gesellschaft oder auch in der Wissenschaft ein Gefühl dafür oder auch eine Erkenntnis davon, wie politisch tatsächlich diese ganzen Modellierungen sind. Und das wird ja so gut wie gar nicht diskutiert gesellschaftlich. Auch da bräuchten wir mehr kritische sozialwissenschaftliche Forschung. Also wirklich auch dann zu den Algorithmen und zu diesen Modellierungen und so weiter. Ich habe ganz oft ganz stark das Gefühl, dass wir in einer so technologischen Gesellschaft leben, dass man eigentlich davon ausgeht, dass die Technologie das irgendwie noch retten wird, also uns retten wird sozusagen. Genau. Das ist fast das Fatalste an der ganzen Geschichte. Genau. Ich glaube, es ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass viele dieser Negative Emission Technologies, dass die noch gar nicht wirklich existent sind. Also dass es diese, dass es gibt viele hypothetisch, aber wirklich erforscht sind viele davon nicht, beziehungsweise einige sind auch schon lange abgetan worden, weil sie für zu riskant ersehen wurden. Genau, aber das, genau, das soll jetzt vielleicht erstmal dazu sein, weil es kommen im Chat gerade einige Fragen zu Degrowth und Suffizienz. Also Sie hatten das eben schon geantwortet. Es gab diese Frage, was stellen Sie sich denn unter radikaleren Ansätzen vor? Und Ihr Beispiel war da Degrowth und Suffizienz. Vielleicht können Sie das einmal ganz kurz erklären, weil ich glaube, das ist nicht allen bewusst. Klar. Also wir haben große Diskussionen um Degrowth. Zum Glück gibt es diese Diskussion und es gibt auch viele Arbeiten dazu, auch aus der ökonomischen Seite. Degrowth heißt ja jetzt, sage ich mal, einfach ins Deutsche übersetzt, kein Wachstum oder Postwachstum auch oder die Postwachstumsgesellschaft. Mit anderen Worten, die Idee, dass man eben unser Wirtschaftssystem so umbaut, dass es eben nicht mehr rein auf Wachstum ausgelegt ist, sondern auf Suffizienz. Suffizienz wäre dann sowas wie Genügsamkeit. Also, dass man sozusagen mit dem zufrieden ist, was man hat und nicht immer mehr braucht. Genau. Alle unsere Indikatoren, unsere gesamte Wirtschaft beruht momentan auf Wachstum. Es gibt sogar den schönen Spruch, dass sich viele momentan eher ein Ende der Welt als ein Ende des Kapitalismus oder ein Ende des Wachstums vorstellen könnten. Und ich glaube, das sind genau die Sachen, wo wir ran müssen, wo wir raus müssen. Weil ohne das, ohne eine gewisse Umstellung unseres Wirtschaftssystems, wird es nicht funktionieren. Auch dazu gibt es sogar inzwischen auch naturwissenschaftliche Studien. Wir werden es mit der Technik einfach nicht schnell genug und vermutlich auch nicht umfassend genug schaffen, Emissionen einzusparen. Wir müssen ran an unsere Wirtschaftsordnung und an unseren wahnsinnigen Ressourcenverbrauch. Wir müssen ran an unsere kulturellen, politischen Beziehungen, die eben mit diesem Ressourcenverbrauch verflochten sind. Und das bedeutet eben Suffizienz und Degrowth. Ich glaube, vielen Menschen ist tatsächlich nicht bewusst, wie viel Vorlauf und wie viele Jahre bis Jahrzehnte eine Studie beispielsweise, eine wissenschaftliche Studie im Bereich Negative Emission Technologies bedarf. Also es ist, glaube ich, klar, haben wir damit schon angefangen und auch schon länger angefangen, aber bis da konkrete Ergebnisse sind und wir konkret wissen, die und die Technologie könnten wir eventuell dort verwenden, das wird einfach nicht genug sein. So, also ich glaube, das ist auch ganz fatal, dass viele Menschen, ich persönlich sehe das ganz stark an der Impfstoffdebatte, jetzt wird es doch ein bisschen Corona-technisch, ich hatte nämlich stark das Gefühl, zumindest in meinem Umfeld, es gab so diese Annahme, dass wir wissen ja so viel und können so viel, das muss ja innerhalb von ein paar Monaten da sein. Und es war dann, als dann gesagt wurde, nein, es bedarf mindestens ein Jahr, waren alle Menschen, zumindest mit denen ich gesprochen habe, sehr schockiert darüber, dass wir doch die Technologien hätten. Und weil ich habe das Gefühl, wir leben in einer so schnelllebigen Zeit, ja, dass die Menschen auch voraussetzen, dass alles sofort auf Knopfdruck sozusagen da ist und das Wissen auch da ist. Genau, und ich meine, ja, da kommen wir auch nochmal zu diesen Grundlagen der Weltsichten, sage ich mal, die da dahinter stecken.
Seit der Aufklärung haben wir uns sozusagen immer mehr daran gewöhnt, an den Fortschritt, an den technischen Fortschritt zu glauben und eben wirklich sehr technikgläubig zu werden. Wohin das führt, haben wir ja teilweise schon gemerkt, auch mit solchen Katastrophen wie Fukushima. Wir haben Risiken heute in der Gesellschaft, die auf technischen Erneuerungen berufen, die wir überhaupt nicht mehr kontrollieren können. Und genau, haben eben insgesamt eine Wirtschaftsordnung geschaffen, die uns eben auch aufgrund von unserem Weltbild, Natur, Mensch, eben sehr stark in diese Situation gebracht hat, wo wir jetzt sind, mit einem überbordenden Ressourcenverbrauch und so weiter. Und ich denke, das sind alles Aspekte, wo wir ran müssen letztlich, auch kulturell sozusagen. Ja, da gibt es ja auch viele Ansätze, die versuchen eben zum Beispiel auch das gute Leben eben nicht mehr als ein Leben mit Wachstum sozusagen zu definieren, sondern eben andere Ansätze zu wählen, wie zum Beispiel jetzt die Ansätze, da kann man dann gerne auch nochmal nachlesen, heißen ja zum Beispiel Konvivialität oder dann sind es auch viele Ansätze, die zum Beispiel auf südamerikanische indigene Völker auch zurückgehen. Es gibt diesen Ben-Vivir-Ansatz und so weiter. Also ich finde es auch immer sehr interessant, sich eben auch von anderen Weltsichten, Weltanschauungen eben da inspirieren zu lassen, ohne zu sehr vielleicht auch zu romantisieren. Aber genau, also wie gesagt, ich glaube, es sind sehr, sehr grundlegende Veränderungen, die wir brauchen. Und das meine ich auch, wenn ich von Transformation rede. Und ein Greenwashing oder ein Greening der Wirtschaft wird eben leider einfach nicht ausreichen. Das, wie gesagt, das wurde auch schon vielfältig belegt. Ich glaube, was wir brauchen, ist, dass wir tatsächlich Änderungen von allen Seiten und so viel wie möglich und so viel es geht im Rahmen von demokratischen Prozessen. Und das macht es natürlich schwieriger. Jetzt mit Blick auf die Ökologie. Aber das ist fundamental. Ich denke, wir dürfen auf keinen Fall hinter demokratischen Errungenschaften zurücktreten. Ja. Weil dann kriegen wir auch keine gerechtere Welt hin. Deswegen finde ich auch die Perspektive der Umweltgerechtigkeit so interessant, weil die eben versucht, genau das eben zusammenzudenken. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir die Diskussion vielleicht auch noch öffnen? Wir genau. Ich wollte gerade sagen, genau, es kamen jetzt schon so ein, zwei Fragen im Chat. Gerne dürft ihr die auch persönlich stellen, sozusagen, euer Mikro anmachen, euer Video anmachen, euch gerne an dieser Diskussion beteiligen. Wenn es da Fragen gibt, immer her damit. Ich bin jetzt in meinen Seminaren relativ radikal geworden, was das Anstellen von Video angeht, weil ich glaube, man kann keine vernünftige Diskussion führen, wenn man nur schwarze Blöcke hat. Natürlich gibt es hier und da auch gute Argumente dafür, aber ich freue mich jetzt auch über alle, die es jetzt auch zu sehen sind für den Austausch. Und natürlich freue ich mich über Fragen. Ich hoffe, das Ganze war nicht zu theoretisch oder so. Ja, Sie haben ja vorhin erzählt von den Forschungen unten bei Sizilien, mit denen, wo Sie die Flüchtlingsströme und so weiter beobachtet hatten. Wie waren denn so die Einstellungen von den im Bereich der Grenzschützer und so, damit wir uns selbst mal eine Vorstellung davon bekommen? Also diese Forschung, die ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, das war meine Doktorarbeitsforschung. Ich glaube, auch da wurde eben in sehr eindrücklicher Weise klar, dass es eben nicht schwarz-weiß ist. Also es ist nicht der Grenzschützer, der die Leute ertrinken lässt. So ist es nicht. Sondern es ist eher so, dass wir eine komplexe Gemengelage haben aus einer rechtlichen Situation, die schon mal ein bisschen auch schizophren ist. Weil wir haben einmal ein Recht auf Flüchtlingsschutz und auch auf Zugang zum Asylsystem. Wir haben aber auch einen Grenzschutz und ein nationalstaatliches System, das eben Migrantinnen nicht haben möchte. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich sozusagen dann auch diese Mittelmeergrenze. Und die Flüchtlinge versuchen ja dann irgendwie rüberzukommen mit den Booten. Was ich damals erlebt habe, war, dass die italienische Marine sehr gut gerettet hat und auch ziemlich gut ausgestattet war und damals gesagt hat, okay,
Wir holen alle Menschen raus, die da draußen sind. Das ist erstmal, hat nichts zu tun mit Migration oder so, sondern es hat was zu tun mit Search and Rescue, also Rettung auf See. Und da ist die rechtliche Situation ganz klar. Wenn jemand in Seenot ist, müssen alle, die vor Ort sind, retten. Und dann gibt es auch noch so Search and Rescue-Gebiete. Da muss auch die Marine dann retten. Also die ist dann auch verantwortlich für die Rettung. Genau. Andererseits hat allerdings der italienische Staat damals schon Fischer vor Gericht verfolgt, die Migrantinnen gerettet haben. Also auch da gab es sozusagen eine Schizophrenie. Bei den maltesischen Akteuren war das nochmal ein bisschen anders. Da habe ich tatsächlich auch festgestellt, dass Rettung richtig verzögert wird, dass die Marine nicht rausfährt, wenn sie den Hilferuf bekommt, dass sie sagt, nee, die wollen nicht gerettet werden von uns und so weiter. Das war sehr erschütternd, aber da habe ich eben auch festgestellt, dass die Seemänner selber, also die Sicherheitskräfte selber der maltesischen Marine, auch selber total unter Druck waren und auch, die haben mir gesagt, ich bin Seemann, ich würde immer alle Menschen retten. Das ist meine Seemannsehre. Und ich wusste aber, dass sie es nicht machen. Also da sind auch so richtige, ich habe das damals Double Bind genannt, also da waren auch so richtig in einem Dilemma zwischen der maltesische Staat, es war eine unglaublich rassistische Situation damals in Malta, haben gesagt, wir wollen keinen einzigen Migranten hier mehr haben. Das war sozusagen der Druck, der gemacht wurde auf die Sicherheitskräfte. Genau, und andererseits dann aber auch diese Seemannsehre, die dann irgendwie nicht eingelöst werden konnte. Und für mich waren es auch Opfer des Grenzregimes letztlich. Es gab die vielen Toten, aber es gab auch die Sicherheitskräfte, die Opfer waren. Danke für die Frage, die uns hier noch ein bisschen weggeführt hat. Es wurde gerade noch eine Frage in den Chat gestellt. Und zwar erstmal danke, das war alles sehr interessant. Genau, und was wäre Ihr Ansatz zur Lösung bzw. Hilfe der Flüchtlinge auf Booten? Ja, wäre schön, wenn wir heute das Klimaproblem und das Flüchtlinge und die Flüchtlingsfrage klären könnten. Nee, sorry, ich bin da manchmal auch ein bisschen, ja. Also ich, ehrlich gesagt, auch da muss ich sagen, es gibt keine einfachen Antworten. Also auch hier denke ich, wir haben ein grundsätzliches Problem, was Wirtschaftsordnung und das, globale System, nationalstaatliche System angeht, das eben sehr auf die Ausbeutung der einen und sehr auf Ungleichheiten angelegt ist. Auch hier denke ich, dass wir sehr, sehr viel mehr Solidarität brauchen. Auch hier denke ich, wir sollten nicht unterschätzen, wie sehr wir unsere eigenen Grundsätze abgraben, wenn wir Menschen ertrinken lassen im Mittelmeer. Das sind wir selber, meiner Meinung nach. Wenn wir über Menschenrechte reden und wenn wir über eine solidarische Basis in unserer Gesellschaft reden, dann kann es nicht sein, dass wir Menschen ertrinken lassen. Und auch hier würde ich sagen, es braucht eine Menge Kritik und eben auch transformatives Wissen in Bezug auf Herrschaftsverhältnisse und Ähnliches, die dann eben zum Beispiel an die Terms of Trade gehen, an die Handelsbeziehungen, wo eben nicht dann irgendwie die Hühnchen aus Hannover, aus Niedersachsen irgendwie nach Afrika verschifft werden, weil sie hier Subsidien, Subsidiarities, Entschuldigung, wie sagt man nochmal? Zuschüsse? Genau, danke. Also im Moment haben wir da ja eine Wirtschaft, gerade im Agrarbereich, wo es hier Riesenzuschüsse gibt, zum Beispiel zur Zucht von Schweinen oder Hühnern, die dann damit so billig werden, dass sie exportiert werden nach Afrika und eben lokale Ökonomien damit kaputt gemacht werden. Das sind alles Aspekte von einer inkohärenten Politik, an die wir ran müssen. Sowohl für den Klimawandel, auch eben für diese soziale Transformation. Und ich denke auch, dass das sehr stark zusammenhängt letztlich. Und deswegen auch sozialökologische Transformation. Da sind wir direkt beim Thema der nächsten Frage. Also Mareike, ich sehe dich auf jeden Fall. Deine Frage kommt direkt nach der, die gerade im Chat gestellt wurde. Und zwar, Carola fragt, Degrowth und Suffizienz finde ich als Ansätze sehr interessant und relevant. Aber wie bekommen wir diese in die Ansätze, oder diese Ansätze in die Gesellschaft und Politik transportiert? Welche Rolle kann die Wissenschaft dabei spielen? Und wie können Natur- und SozialwissenschaftlerInnen zusammenarbeiten?
Alle super Fragen. Ich will auch gerade auf die letzte nochmal eingehen, weil das ist immer so eine Riesenherausforderung. Und ich habe das jetzt so viel gemacht, weil ich so viel interdisziplinär arbeite, dass ich da auch aus meinem Frust auch es teilweise ein bisschen geschafft habe, jetzt auch Ansätze zu entwickeln, die mich eher glücklich machen. Genau, also ich glaube, mit diesen Ansätzen, wie kriegen wir die in die Politik? Letztlich, wir müssen Politik machen. Wir müssen in die Politik gehen. Wir müssen auf die Straße gehen. Und wir müssen für diese Ansätze kämpfen. Es gibt ja keine, keine Alternative. Und es gibt ja auch keinen, die Politik da oben und wir hier unten. Das ist ja genau das, was sozusagen uns die Corona-Leugner oder so weismachen möchten. Aber so ist es ja genau nicht. Sondern wir haben ja alle die Möglichkeit, genau in die Politik zu gehen. Und schon damit, wen wir wählen, können wir ja auch einen Unterschied machen. Und schon ganz stark können wir damit einen Unterschied machen, wenn wir selber auch in die Politik gehen. Und natürlich auch auf die Straße. Und ich glaube, wir sind hier ganz am Anfang von Entwicklungen. Das sind Ansätze, die mehr kommen werden müssen. Und wie sehr wir es schaffen, das eben zu pushen und das zu beschleunigen, das liegt eben wirklich auch an uns. Dann zu dieser Zusammenarbeit. Welche Rolle kann dabei die Wissenschaft spielen? Ja, also ich versuche eben, wie gesagt, auch transformatives Wissen zu entwickeln. In Sizilien bedeutet das zum Beispiel, wie kann ich die Zivilgesellschaft stärken, wie kann ich die Menschen in Dialog bringen über diesen harten Küstenschutz, der vollkommen fatale Effekte hat eigentlich für die Küste. Wie kann ich zum Beispiel auch kritisches sozialwissenschaftliches Wissen mehr besser kommunizieren und mehr auch selber in den Dialog gehen mit Menschen? Das ist so für mich, sage ich mal, die Antwort. Genau, und wie kann die Natur- und Sozialwissenschaft zusammenarbeiten? Eine wunderbare Frage. Also meine bevor ich einen Hustenanfall kriege, weil ich jetzt schon ziemlich viel geredet habe. Also meine Erfahrung sagt, dass wir wirklich Riesenprobleme haben in der Zusammenarbeit. Das liegt daran, dass wir einfach wirklich unterschiedlich Wissenschaft machen, aber dass dafür kein Bewusstsein da ist oder nur ein sehr geringes. Wenn wir in diese interdisziplinären Settings gehen, zum Beispiel für ein Projekt, und das passiert ja immer mehr und auch gerade im Bereich Klimawandel, dann fangen wir an, irgendwelche Forschungsfragen zu formulieren oder so. Aber wir reden viel zu wenig genau darüber, wie unterschiedlich wir eigentlich Wissenschaft machen und auch wie unterschiedlich unsere Auffassung von der Welt ist. Ich als kritische Sozialwissenschaftlerin frage zum Beispiel stark danach, wie machen Menschen Welt? Wie machen die das? Was sind ihre Vorstellungen davon und wie setzen sie dann in Praktiken um? Naturwissenschaftler würden eher fragen, wie ist die Welt? Und das ist ein vollkommen anderes Vorgehen. Ich sage als kritische Sozialwissenschaftlerin, ich kann nicht objektiv sein und deswegen sagen, wie die Welt ist. Deswegen gehe ich andersrum und frage, wie wird die Welt gemacht von Menschen? Aber Naturwissenschaftlerinnen, die eben in ihren Praktiken natürlich messen, die fragen eben viel stärker danach, wie ist die Welt? Und wir haben ja zum Beispiel die Science and Technology Studies. Das ist eine Disziplin, die noch relativ neu ist, die genau aber danach fragt, wie ist eigentlich auch die Wissenschaft selber Teil der Gesellschaft? Und wie ist die Wissenschaft selber auch politisch und so weiter? Und das sind aber eben Fragen, die noch viel zu wenig in der Wissenschaft, auch in interdisziplinären Settings diskutiert werden. Wir haben viel zu wenig ein Gefühl dafür, wie stark wir selber auch Politik machen sozusagen mit unserer Wissenschaft. Und es gibt viel zu sehr diese Vorstellung, und da würde ich eben auch die Naturwissenschaftlerinnen ansprechen, dass man sozusagen objektives Wissen macht, das dann weitergegeben werden muss und von der Gesellschaft umgesetzt werden muss. Ich denke, wir müssen viel mehr erstmal auch anderes Wissen einbeziehen, wir müssen viel mehr in Dialog gehen und wir müssen viel mehr ein Verständnis davon haben, wie wir eben selber situiert sind, also Teil der Gesellschaft sind, sozialisiert sind als Wissenschaftlerinnen, auch in unseren Praktiken als Wissenschaftlerinnen. Und das sind zum Beispiel fundamental unterschiedliche Ansätze, die dann auch in dieser Zusammenarbeit auch teilweise zusammenclashen und dann für Misstrauen sorgen und sehr viel für Reibungsverluste. Und ich habe jetzt versucht, ein Spiel zu entwickeln, oder ich entwickle gerade ein Spiel, das genau auf Fragen beruht, die eben reflexiv sind, also wo es darum geht, dass man selber reflektiert, wie man eigentlich arbeitet, in einem Brettspiel, und dann geht man so weiter und dann kommt man so auf Felder, wo man diese Fragen eben beantworten muss.
Und ich hoffe mal halt einfach, dass man dadurch sehr viel besser in Kontakt kommt und in Dialog kommt in interdisziplinären Settings und dass wir eben wirklich als Wissenschaftlerin immer mehr lernen, die anderen ernst zu nehmen, nicht diese Hierarchien aufzumachen, wo ich als Ethnologin regelmäßig ganz unten bin, weil ich qualitative Sozialforschung mache und auch selber sage, dass ich nicht objektiv bin. Das ist dann für viele immer gleich ganz, ganz obskur und komisch für viele Naturwissenschaftlerinnen. Auch da muss man dann viel in Dialog gehen und so weiter. Genau, und ich hoffe einfach, dass wir alle viel, viel offener werden. Und bei den Studierenden und auch bei den PhDs sehe ich das auch eigentlich mehr als in den älteren Generationen. Und ich hoffe, dass sich das eben mehr verbreitert. Aber wir haben eben ganz stark diese Wissenshierarchien. Wir haben sie in der Klimaforschung, wir haben sie überall, wo Wissen eine Rolle spielt. Und das sind fast alle Felder unserer Gesellschaft. Und genau, ich glaube, für uns alle wäre es wichtig, diese Hierarchien eben aufzubrechen und auf viel mehr unterschiedliche Perspektiven eben nicht nur Rücksicht zu nehmen, sondern die auch einzubeziehen in eine Transformation dann eben, die vielleicht auch nur so gelingen kann. Danke auf jeden Fall für die ausführliche Antwort. Ja, ich war jetzt ein bisschen ausgeholt. Aber auch das sind auch so Dinge, die mich eben sehr bewegen und die auch meine ganze Laufbahn sehr bewegt haben und wo ich mir sehr viel Gedanken darum gemacht habe und wo ich auch immer wieder sehr frustriert war. Genau. Verständlicherweise, auf jeden Fall. Genau, also eigentlich war angesetzt, dass wir ungefähr bis 4 Uhr machen. Wir haben jetzt 4, aber ich würde sagen, weil es gibt auf jeden Fall noch 2 Meldungen, die würde ich sehr gerne noch dran nehmen, wenn Sie auch noch Zeit haben und Lust. Ja, also 5 Minuten oder so können wir gerne noch machen. Wie viel waren es noch? 2? 2 können wir noch machen. Ja. Ich versuche dann auch nicht so auszuholen. Okay, super. Dann genau, würde ich mal Reike einmal dran nehmen. Hallo, schönen guten Tag, Frau Klepp. Mich würde interessieren als Studentin von Students for Future, ob Sie Wünsche hätten zum Beispiel für Formate an Hochschulen, sodass die Zusammenarbeit zwischen Natur- und Sozialwissenschaften ein bisschen besser gelingen könnte und ob Sie da schon mit irgendwelchen Formaten Erfahrungen gemacht haben. Ja, das ist eine super Frage und ich glaube, vielleicht wünsche ich mir genau das sogar auch von Fridays for Future. Warum nicht wirklich mehr Foren schaffen, wo die Sozialwissenschaftlerinnen und die Naturwissenschaftlerinnen zusammenkommen können? Und wo sie genau auch dann ein bisschen grundlegender zu ihren unterschiedlichen Arten von Wissenschaft reflektieren und in Dialog kommen. Ich glaube, das kann für alle nur spannend sein. Also ich merke das auch an meinen Studierenden und so. Sie finden das immer super spannend, wenn wir über diese Grundsätze von Wissenschaft machen reden. Es ist auch, glaube ich, für uns alle extrem lehrreich, weil das sind Grundsätze, die so internalisiert sind, dass wir darüber kaum mal reden. Die aber für Studierende zum Beispiel oft auch noch wirklich so eine Blackbox sind. Und ich glaube, Fridays for Future wäre das für eine tolle Bewegung, die auch sowas leisten könnte, die eben wirklich so einen Dialograum schaffen könnte, wo dann eben mal ein paar unterschiedliche Leute, die auch Lust darauf haben, eben zusammenkommen und dann anhand von so ein paar reflexiven Fragen, die ich auch gerne zum Beispiel aus meinem Spiel mit bereitstellen kann. Was ist deine liebste Methode? Was gibt es für Tabus im Fach und so? Dann mal eben wirklich da auch ins Gespräch kommt. Dann würde ich jetzt als letzte Meldung noch Erik dran nehmen. Ja, ich hatte die Meldung eigentlich wieder zurückgezogen, aber ich möchte eins auf jeden Fall bestätigen, nämlich ich komme ursprünglich aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, habe lange Zeit jetzt Risikomanagement gemacht im technischen Bereich. Und da ist einfach, dass eben der Mensch, das Menschliche, einfach extrem ausgeblendet wird. Das ist nicht messbar und damit wird es nicht gesehen. Damit sagen Sie noch was ist genau. Also es wird nicht gesehen, weil es nicht messbar ist, genau. Ganz simples Beispiel bei sowas ist einfach, wenn der Techniker sagt, ja, okay, wenn ich da einen Fehler habe, dann packe ich da eine rote Lampe hin und dann ist das schon in Ordnung, dann kriegt er das schon mit. Wo dann die Nachfrage ist, ja, sieht er sie dort überhaupt? Ist das überhaupt der Wahrnehmungsbereich? Sowas wird dann schon gar nicht mehr verstanden, weil es ist doch eine Warnung für den Menschen da. Und das ist dann immer so der Punkt, wo ich dann auch schon immer da gehongen habe und hab gesagt, bisschen mehr an den Menschen, stellt euch doch mal selbst vor, ihr wärt da.
Genau. Und das ist eigentlich das Riesenproblem an den, auch an den gesamten Modellierungen und so. Und das ist auch da, wo es wieder richtig clasht. Das Einzige, was man meiner Meinung nach, und das ist aber auch wirklich eine sehr, sehr interessante Forschungsfrage, was können wir eigentlich modellieren? Was de facto gerade modelliert wird, ist der Homo economicus. Ein rationales Wesen, das nach ABC-Schema funktioniert. Wir alle wissen, so ist der Mensch nicht. Der Mensch hat Emotionen, der Mensch hat Vorstellungen, die ihn bewegen. Nur, das kann man leider nicht modellieren, deswegen wird es nicht gemacht. Aber Sie sehen hier schon, genau das ist das Riesenproblem. Es werden Dinge eben, oder ich sage mal, der allerwichtigste Faktor, ja, der Faktor Mensch, wird sozusagen ausgeblendet, weil er nicht in Zahlen gepackt werden kann oder nicht gemessen werden kann. Und wie Sie sagen, damit ist es dann sozusagen erledigt. Aber das ist ja genau unser Problem. Da fängt das Problem ja sozusagen auch erst an. Das merken wir ja jetzt auch alle. Wir merken es genau in dieser Frage, die Sie mir gestellt haben, Frau Fiesinger. Nämlich, was können wir machen, damit sich irgendwas bewegt? Wir wissen es doch alles. Oder wir wissen ganz viel, aber warum bewegen wir uns nicht? Und wie gesagt, da kommt dann eben dann auch wieder das Menschenbild ins Spiel. Und wenn wir den Mensch eben als irrationales Wesen, das eben machtgeil vielleicht ist und irgendwie bestimmte Antreiber hat, die sowohl ethisch ganz toll sein können, wie auch ethisch fragwürdig. Und so, wenn wir das alles viel mehr in den Blick bekommen, dann können wir sicher auch bessere Politik mitmachen. Und im Moment wird Politik gemacht mit genau diesen Modellen, wo der Mensch eigentlich gar nicht vorkommt. Ich finde, das ist ein schönes, wenn auch vielleicht deprimierendes Schlusswort. Aber es fasst schon. Super anregend, es hat mir total Spaß gemacht. Es fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, worüber wir ja haben. Genau, ich würde mich im Namen aller Menschen sehr doll bei Ihnen bedanken. Es kam jetzt ganz viel Danke im Chat auf jeden Fall. Ich hoffe, das haben Sie gelesen. Genau, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich all unseren Fragen gestellt haben. Sehr gerne. Ich mache auch gerne noch mal kurz ein bisschen Werbung. Also wir haben ja dieses Netzwerk Umweltgerechtigkeit gegründet. Wen das interessiert, der kann, das schreibe ich jetzt mal in den Chat. www.enjust.net. Wen das interessiert, das Netzwerk, alle können mitmachen da auch und vor allen Dingen hat auch die Website, die Plattform hat ziemlich viele Ressourcen schon, also man kann sich auch mit dieser Perspektive vertrauter machen. Wir finden halt, dass es eine Perspektive ist, die genau diesen Dialog auch bringt, auch den Dialog zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften und auch einen gesellschaftlichen Dialog, weil man eben immer automatisch versuchen muss, das zusammenzudenken, Gerechtigkeitsfragen und ökologische Fragen. Und ja, wir freuen uns mega auch einfach über Austausch und über noch mehr coole Mitglieder. Und ja, und wenn Sie irgendwie noch Interesse haben, auch an Forschungsthemen oder so, die ich jetzt irgendwie erwähnt habe, finden Sie auf meiner Website von der Uni auch viele Publikationen Open Access. Und Sie können mir auch gerne mal schreiben oder so, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben. Vielen Dank. Gerne. Dann wünsche ich Ihnen Ehre und Freude. Ja. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit. Also ich danke euch allen für eure Arbeit. Ich denke, es ist eine gemeinsame Arbeit. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Super. Schönen Nachmittag. Ja, ebenso. Danke auch an Frau Fiesinger für die Organisation, ja, natürlich. Und auch an Herrn Trempenau. Ja. Herzlichen Dank. Aber die ist auch schon vorbei. Weg. Genau. Tschüss. Ciao. Frau Fiesinger? Ja. Die sind noch da, das ist schön. Dann können wir also eine kleine Nachbesprechung noch machen. Ja, Max, magst du einmal das Recording ausmachen? Ja, mache ich gerne. Es gibt zwei Optionen, anhalten und beenden. Aber da steht immer abbrechen. Ich hatte Angst, auf abbrechen zu drücken, aber da steht auch beenden. Also ich vermute, wenn ich jetzt auf beenden drücke.